So, auch mal über eure Situation, wie lange du schon hier wohnst, wie groß deine Wohnung ist, wie viel Miete ihr zahlt und so weiter. Ja, also ich wohne jetzt im Juni seit 10 Jahren hier und meine Wohnung ist ungefähr 50 Quadratmeter knapp groß. Ich habe einen Balkon, also ich wohne hinten im zweiten Hinterhaus, es ist alles grün, ich kann einen Garten mitnutzen. Und ja, ich habe mir jetzt mal ein paar Wohnungen angeschaut in dieser Woche und alles, was mich so ein bisschen interessiert, irgendwie ist ungefähr 100, 150 Euro teurer. Okay, also selbst für so eine kleine Wohnung ist es 150 Euro teurer sozusagen. Das ist ja, man muss ja auch davon ausgehen, dass dieser Preis ja auch auf Lebenszeit wahrscheinlich besteht, weil in dieser alten Wohnung würdest du ja, wenn du möchtest, sicherlich würdest du auch gerne weiter wohnen wollen hier, nicht? Ja klar, es ist hier alles wirklich nah. Ich kann zur S-Bahn und habe es dann einfach leicht, zur Arbeit zu kommen. Also ich bin halt auch ein bisschen auf einen guten S-Bahn- oder U-Bahn-Anschluss wirklich angewiesen. Ich muss das Mikrofon ein bisschen näher an dich ranhalten, ja? Okay. Okay, also du könntest dir vorstellen, wenn die Autobahn hier nicht kommen würde, sozusagen im Prinzip dein ganzes Leben hier zu wohnen. Und wenn man jetzt ausrechnet, 150 Euro mehr Miete, das wären ja im Jahr schon fast 2000 Euro. In 10 Jahren wären es 20.000 Euro und da du ja auch bestimmt denkst, noch eine Weile länger sozusagen zu wohnen, wären das ja richtig fette, fünfstellige Summen eigentlich, die eigentlich anständig wären, das dir zu erstatten, nicht? Klar, also ich meine, ich habe ja auch schon an den Senat geschrieben, ich habe da auch eine Petition eingereicht, habe auch noch ein paar Unterschriften gesammelt, wo es einfach auch um diese Mietkostendifferenz geht, wo mir einfach nur geschrieben wurde, ja, das ist, wird abgelehnt. Und der Senat macht ja alles, um eine vergleichbare Wohnung für uns zu finden und was absolut nicht stimmt. Wie war denn das mit der Petition? Ihr hattet ja da einen speziellen Grund. Kannst du das nochmal kurz erzählen? Genau, also uns ging es einfach darum, ja, dass wir einfach eine Mietkostendifferenz bekommen. Also wir haben jetzt im Januar diese Kündigung bekommen und wie gesagt, ich habe da jetzt einfach da mal hingeschrieben mit meiner Nachbarin zusammen. Wir hatten jetzt auch nicht so viel Ahnung, aber wir haben halt gesagt, wir möchten gerne was machen, einfach da mal aufstehen. Und wie gesagt, also ich habe so den Eindruck, es ist ja schön, dass man eine Petition schreiben kann, aber eigentlich dient es nur dazu, die Bürger zu beruhigen. Und ich hatte auch eher den Eindruck, dass der Petitionsausschuss und Frau Richter sich wahrscheinlich am Telefon kurz absprechen, ja, das und das ist gelaufen und es wird eigentlich nichts gemacht. Okay, also es gab keine befriedigende Antwort darauf. Da war ja noch was mit so einer Datenschutzgeschichte. Magst du das auch mal kurz erzählen? Genau, also wir haben ja alle diesen praktisch Kaufvertrag, also eine Kopie des Kaufvertrages bekommen und da waren dann wirklich also private Telefonnummern drauf, Handynummern, E-Mail-Nummern, also E-Mail-Adressen und es wurde halt an alle Mieter unseres Hauses verschickt. Und ich habe dann einfach mal gesagt, das geht so nicht und habe da an die Dienstaufsichtsbehörde geschrieben, habe noch aus dem Haus bei uns ein paar Unterschriften gesammelt, die rangeheftet und ich habe dann irgendwann von Herrn Müller einen Brief bekommen, dass er das sehr bedauert, aber es wurde auch nur an mich geschickt, nicht an die anderen Leute und das finde ich einfach auch unbefriedigend. Also man hat offensichtlich den Eindruck, dass die Verwaltung sich überhaupt nicht kümmert, dass ihr denen völlig egal seid, offenbar. Also durch so eine Handlung. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast, glaube ich, jetzt noch keine Wohnung oder was? Wie ist jetzt der Stand? Wann ist die Wohnung gekündigt und was sind jetzt in den nächsten Schritte? Also meine Wohnung ist halt zum 30.09. gekündigt. Ja, ich gucke mir halt jetzt verschiedenste Wohnungen an und ja, bin halt auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Okay, und was sind für würdest du noch sozusagen auch vielleicht auch dich irgendwie dagegen einsetzen oder vielleicht auch mit unserer Hilfe irgendwie was tun oder sagst du, mir reicht es hier und ich möchte einfach hier so schnell wie möglich weg? Naja, so schnell wie möglich weg ist einfach nicht so leicht, weil ich möchte dann, wenn ich umziehe, wirklich auch eine Wohnung finden, wo ich mich zu Hause fühle. Das finde ich einfach sehr, sehr schwer. Also ich finde, also aus meiner Sicht habe ich jetzt im Moment genug getan und wie gesagt, ich habe an den Petitionsausschuss geschrieben und ich habe den an, da bewegt sich eigentlich so sehr wenig. Und ich denke, wenn ich eine geeignete Wohnung finden würde, ist so für mich meine Entscheidung, würde ich wahrscheinlich einfach wegziehen, weil es mir einfach zu stressig ist neben Job und anderen Tätigkeiten. Okay, Hertha, möchte ich auch ganz kurz noch was fragen. Noch die letzte Frage von mir. Wie geht's dir sozusagen emotional damit, seitdem du die Kündigung im November bekommen hast? Konntest du noch ruhig schlafen? Also wir haben die Kündigung im Januar bekommen und na, es macht schon was mit einem, wenn man auch merkt, dass immer mehr Leute ausziehen. Also man fühlt sich halt auch nicht besonders wohl. Okay, dann gebe ich mal an dich weiter. Also wir jetzt von der Initiative, wir hatten mal überlegt, dass wir uns deshalb
sozusagen in Kontakt mit euch gehen, weil wir überlegen, wie wir euch konkreter unterstützen können, dass ihr hier bleiben könnt. Jetzt habe ich sozusagen eine Frage, zum Beispiel, wir haben ja ein Interesse jetzt als Initiative, dass die Häuser bleiben und dass die A100 nicht gebaut wird. Ihr habt sozusagen mit eurem Mietvertrag eigentlich ein Pfand in der Tasche. Natürlich ist das für euch total gruselig, weil ihr ja auch wohnen wollt und nicht, wie soll ich sagen, jetzt auch noch irgendwie den Alltag zum Kampf machen wollt, aber wahrscheinlich ist der Alltag ja schon viel Kampf. Ich stelle jetzt mal einfach so eine Frage und die stelle ich gerne auch an alle Bewohner und Bewohnerinnen dieser Häuser. Wie es zum Beispiel wäre, wenn wer sagt, ich finde jetzt nichts und ich will hier auch bleiben und die sollen mich hier raustragen und könnt ihr mich unterstützen und würden wir zum Beispiel die Initiativen, mit denen wir auch verbunden sind in anderen Stadtteilen, sagen, okay, wir setzen uns mit 100 vor die Tür und versuchen so lange wie möglich politisch und juristisch das hinauszuzögern. Wäre sowas eine Option? Also das ist natürlich jetzt so locker gesagt, das kann man mal so locker sagen, weil es natürlich viel Stress ist, aber in so eine Richtung könnte man ja auch mal denken. Magst du irgendwas dazu sagen, wie das sich so anfühlt? Also das könnte ich jetzt so erstmal nicht sagen. Also für mich klingt das eine wie das andere schon echt nach Stress, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Gut, wir würden jetzt trotzdem auch einen Vorschlag machen, weil wir am Sonntag in einer Woche für alle Bewohnerinnen dieser Blöcke, einschließlich der 16 und der 18, auch wenn sie sich gar nicht vielleicht bedroht fühlen, würden wir ein Treffen machen und mit anderen, die auch dafür offen sind, nochmal zu überlegen, welche Möglichkeiten wir haben und was uns einfällt auf den verschiedenen Ebenen, um sich vielleicht nochmal anders auch zu wehren. Der gibt hier schon nicht auf, der will rausgetragen werden. Okay, das wäre nochmal so von mir. Ne? Magst du noch irgendwas dazu sagen? Oder? Ja, vielen Dank, Frau Duda, erstmal, dass du dich auch bereit erklärt hast, hier was zu sagen. Noch ein Hinweis, auch, genau, das ist ein Applaus wert. Ich war in den letzten Tagen auch zufällig beim Mieterverein, wo ich Mitglied bin, zu einer Beratung, weil mein Vermieter hat mir auch ungerechtfertigt einfach die Miete erhöht, da muss man immer nachrechnen und hat dann natürlich auch gleich die Rechtsanwältin bei der Beratung auch gefragt, was würde man dann hier so machen und sie meinte auf jeden Fall eine Rechtsberatung machen, auch nicht erst, wenn man hier rausgeflogen ist sozusagen, so schnell wie möglich. Da gibt es offensichtlich Anwälte, da gibt es auch eine, die sich da auch dafür einsetzen und die sagen, wir haben Interesse daran, für euch zu kämpfen, weil alle Leute, die umziehen oder die sich das gefallen lassen mit Mieterhöhung oder mit Kündigung, die treiben ja auch die Mietspiegel insgesamt nach oben. Also die Bestandsmieter sozusagen, die mit alten Mietverträgen noch kämpfen, die helfen sozusagen uns allen, dass wir auch noch noch mit halbwegs billigeren Mieten klarkommen. Also egal, ob ihr Mitglied im Mieterverein oder Mietergemeinschaft oder wie auch immer seid, nutzt die Chance, geht den Leuten auf den Docht, fordert eine Beratung ein und wenn ihr Rechtsschutz habt, dann nutzt den Rechtsschutz auch aus. Ja, ich hatte jetzt ja eben nochmal gesagt, es gibt ein Treffen, nur habe ich gar nicht gesagt, wo. Also für alle Mieterinnen und alle, die das gerne unterstützen würden aus diesen Häusern, das ist im Lucie, das ist in der Karl-Kunger-Straße 55 am Sonntag um 15 Uhr. Also eine Woche drauf, Sonntag 15 Uhr, ihr seid herzlich willkommen. Und dass wir dann nochmal so ein bisschen in alle Richtungen überlegen, auch was jenseits der rechtlichen Möglichkeiten noch angedacht werden kann, was eine Chance hat. Ja, also 18. ist das, ne? 18. Mai ist das richtig, 15 Uhr, los hier, Karl-Kunger 55. Okay. Ja, dann möchte ich euch nochmal...